Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Tarik Damar guckt nochmal links und rechts und wartet jetzt erstmal die leichten Nebelschwaden ab, die hier, ihr seht es rechts so im Bildrand, gerade ein wenig durch das Stadion wabern. Aber er pfeift an, Lippstadt in Rot und Schwarz von links nach rechts mit dem Anstoß. Der FC Gütersloh in Grün und Weiß von rechts nach links. Zwei Nachholspiele, die gab es. Und den Auftakt gegen Paderborn 2, den man zu Hause mit 1:3 verloren hat. Dann das Spiel gegen die SSV Gefelbert, das man mit 1:2 verloren hat. Holtkamp, erster Abschluss. Der Rasen ist tief. Es gibt schon einige Furchen. Also das wird auch heute für die Greenkeeper und für den Rasen selber ein hartes, hartes Stück Arbeit. Lennart Rolf. Und das 1:0! Elfte Minute. Aus dem Nichts das 1:0 für den FC Gütersloh über die linke Seite. Rolf wird dort nicht richtig angegriffen und flankt dann in die Mitte. Und dann, da ist er ja komplett frei zwischen Fischer und Serkan Temin. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und dann köpft Kevin Freiberger da ganz, ganz mühelos ein zur Führung für den FC Gütersloh. Holkamp. Ja, mit dem ersten Abschluss der Partie, der noch ungenau war. Lars Holtkamp versucht sich da wieder durchzutanken und bleibt dran. Holtkamp. Munsters. Jetzt bleiben Sie mal dran. Munsters. Demir Aslan. Auch noch nicht so richtig im Spiel. Meier, jetzt mal gut gespielt. Holtkamp mit Tempo. Lars Holtkamp. Kaiser, Ufuk muss ihn zurücklegen auf Munsters. Macht der Munsters! Ja. 28. Spielminute. Job Munsters mit dem Ausgleich für den SV Lippstadt. Und das war richtig, richtig stark gespielt. Wir sehen das Ende noch. Ufuk, ein bisschen weit für ihn gespielt. Der behält die Übersicht und Munsters dann zwischen drei Gütersloher Verteidigern und Jano Peters durch zum Ausgleich für den SV Lippstadt. Und ich habe es eben noch gesagt, als Demir Aslan an den Ball gekommen ist. Der hat bis jetzt noch nicht so viel vom Spiel gehabt, Elias Demir Aslan. Behält er ganz die Ruhe, hat das Auge für Munsters. Und für den sieht das auch einfacher aus, als es am Ende ist. Durch drei Verteidiger durch und den Torwart. Das muss man auch erstmal machen. Und das war Julian Schauerte. Twarzik. Starker Ball. Eduard Probst mit Tempo. Probst gegen Temin. Probst bleibt dran. Probst. Buckmeier. Guter Zweikampf. Fischer gegen Schauerte. Und Fischer kann sich behaupten. Jetzt wieder schnell. Eduard Probst. Und der ist auch schnell. Probst gegen Temin. Probst. Eduard Probst verzettelt sich dann da. Anstatt den Abschluss zu suchen. Wieder eine gute Möglichkeit liegen gelassen. Und ein bisschen mehr Zugriff in den Zweikämpfen, den sich Felix Bechtold damit wünscht. Ein bisschen mehr Aggressivität. Holtkamp ja mehr der Fußballer. Westphal. Und dann können sie es klären. Das hat Tim Manstein, sein Vertreter, dann gut geregelt. Und jetzt ist er wieder dabei und bringt die Ecke scharf rein. Das Eigentor. Die Ecke von Dantas. Scharf vors Tor gebracht. Wird verlängert von Twarzik. Und dann drückt Fischer den
über die eigene Linie zur 2:1 Führung für den FC Gütersloh. Lennart Rolf wieder über die linke Seite. Kevin Freiberger, Termin gefährlich, Probst. Starke Parade von Westphal. Zweiter Saisoneinsatz in der Winterpause von der SGV Freiberg aus der Regionalliga Südwest geholt worden. Bereits für Alemannia Aachen und Rot-Weiß Essen gespielt, Dantas. Den zweiten Ball sofort direkt genommen. Wird dann vom eigenen Mann nochmal abgefälscht. Guter Ball auf Lee von Altun. Lee, Peters. Das ist vielleicht auch noch eine Option. Einfach mal aus der zweiten Reihe abschließen. Da kann der Ball dann auch nochmal aufspringen. Unberechenbar werden für den Torhüter. Und der Ball war auch unberechenbar für Salmin Rebronja. Lennart Rolf jetzt. Rolf. Heim. In der Mitte. Kriegt den Abschluss nicht hin. Dantas. Mehr Arslan. Munsters. Geht weiter. Munsters bringt den rein. Das ist der Elfmeterpfiff. Wladimir Wagner. Munsters. Er kämpft sich da den Ball gegen Kandic. Bringt den irgendwie rein. Wagner. Ja. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es Beugmann, der da den Schritt zu spät ist. Wagner wollte nichts anderes in der Situation. Viktor Meier gegen Jano Peters. Tarik Damar gibt den frei. Meier schießt drüber. Viktor Meier nagelt den Ball da. Mit ordentlich Schmackes über die Kiste drüber. Im Gütersloher Spiel. Der Freistoß von Munsters geht drüber. Julian Hesse, der steht da unten wie so ein Derwisch und fragt sich, wie lange das hier noch gehen soll. Und jetzt hat er die Antwort. Der FC Gütersloh gewinnt mit 2:1 beim SV Lippstadt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.